Yo Leute, was geht ab? Das ist Mo und ich bin er. Auch viele von euch haben gefragt, ob wir hier so Videos machen wollen, weil wir ja Zwillinge sind und dies und das. So, ihr habt uns gefragt und wir geben euch die Antworten. Erste Frage, wann habt ihr angefangen auf euren Style zu achten? Also ich würde mal sagen, wir sind so geboren, oder? Zweite Frage ist, wer bekommt mehr Mädchen ab? Du oder er? Der lügt. Ganz ehrlich, der lügt. Ich war immer schon der Mädchenheld, ganz ehrlich. Okay, wir kommen zu der dritten Frage. 3. Werdet ihr oft verwechselt, du und dein Bruder? Wir sind ja, gell? Nee, gar nicht. Also, er. Sieh ich aus? Steh mal auf. Verwechseln, natürlich. Also eigentlich 100% unsere Freunde verwechseln uns. Ist so traurig. Ist einfach traurig. Okay, Nummer 4. Wer ist besser in der Schule? Dann, was interessiert dich sowas? Frage 6. Die dümmste Frage, die ich in meinem Leben gelesen habe. Habt ihr vieles gemeinsam? Augen, Bart. Das sind wie auch Zwillinge. Siehst du aus wie ich? Du siehst aus wie ich? Warte mal, wenn ich dich... Scheiße, warte mal, wenn ich dich... Tut es weh? Wenn du mich schlägst... Nein, warte. Tut es weh? Ich hab's selbst gespürt. Warte, die meinen mit dir... Wir kommen zur nächsten Frage. Warte mal, feiern. Wir mögen es einfach nicht zu feiern und unsere Eltern lassen uns nicht. Nein, Mann, weißt du was? Auf zu lügen, das ist die Wahrheit, unsere Eltern lassen uns nicht. Wir schlafen den ganzen Tag, wir gehen nicht feiern. So sieht's aus. Brock. Wir sind einfach Gurken, Mann. Nächste Frage ist, habt ihr was gegen Homosexuelle? Also ich selber habe sehr viele schwule Freunde, aber nur zur Info, ich stehe auf Frauen. Och, ey, ich auch. Wie die gemobbt werden, sowas geht nicht. Sowas geht nicht, Mann. Geht einfach nicht. Wir sind alle Menschen, Mann. Nächste Frage. Welche Eigenschaft findet ihr sehr wichtig? Arsch, Titten, Lippen, fette Lippen. Fette Lippen. Botox. Spaß beiseite, Leute. Ja. Treue. Nummer 1, sehr wichtig. Ein Schulterklopf, ein Kommschuss von mir. Okay, aber außen zählt auch, weil ich will doch nicht so ein kleiner. Doch, außen zählt auch, aber nicht. Aber Treue und Ehrlichkeit. Und die nächste Frage ist, was macht ihr eigentlich gerade beruflich? Ich bin Pornodarsteller. Siehst du aus? Leute, ich lebe Hartz IV. Du lebst Hartz IV? Ja. Spaß beiseite, Leute. Wir machen beide gerade eine Ausbildung. Verraten wir jetzt nicht. Das reicht mal jetzt. Nächste Frage. Wie stellt ihr euch eure Traumfrau vor? Fett, Mann. Fett. Richtig fett. Richtig. Oh. Digga. Fett, Mann. Oh, yeah. Du dicke, fette Arsch. So richtig so. Buslenkrad. So ein Bart in die Küche. Da kommt so ein bisschen so Haare hier. Hier. Es gibt keine Traumfrau. Ich finde, jeder Mensch ist gleich und jeder ist auf seine Art schön. Die nächste Frage. Wollt ihr mal eine WG gründen? Eine WG mit dem? Das ist schon voll hart mit dem. Sowieso. Also wir müssen erst mal heiraten, um von zu Hause rauszukommen. Anders geht's nicht. Ist ja nicht so, dass ich mit dem hier 9 Monate im Bauch von meiner Mutter war. Nicht so, dass ich mit dem zusammen wohne. Dass wir zusammen Fernsehen schauen. Dass ich hier mit dem zusammen stehe. Wir haben geduscht zusammen. Aber WG gründen mit dem? Niemals. Die nächste Frage, Leute. Seid ihr auch der Meinung, Bro before How? So sieht's aus. Das reicht, oder? Wie viele Kinder wollt ihr? Was sind's für Gurken, fragen wir. Ohne Scheiß. Ich 4 Kinder. 2 Jungs, 2 Mädchen. Soll ich noch meine Kinder sagen, wie viele ich will? Soll ich noch meine Kinder sagen, wie viele ich will? Ja. Leute, wir sind Zwillinge. Ich will auch das gleiche. 4 Kinder, 2 Jungs und 2 Mädchen. Der macht mir voll nach, gell? Ich will 9 Kinder. 9! 8 Jungs, 1 Mädchen. Würdet ihr für 1000 Euro eure Haare schneiden? Glatze. Was machst du, Mann? Gib mir 1000 Euro und ich schaffe alles, was also. Leute, wenn ihr wollt, dass einer von den Moels sich die Haare schneidet, Glatze auf 0 mm. Ein Daumen da. Ziffer. Es ist nur ein Daumen, Mann. Gibst du auf deinen Bart, habe ich gehört, ne? Würdest du jemals Fremdgehen verzeihen? Nein. Aus welchem Grund? Ich bin ein Ehrenmann. Verkackt immer. Sorry. Ich finde, Fremdgehen geht bei so gar nicht.
Weil wenn man schon eine Beziehung eingeht, dann richtig oder gar nicht. So ist das Motto von mir. Wenn euch dieser Spruch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Mal Freundschaft plus. Leute, nein, wir hatten nur Minus. Frage ist, wie groß seid ihr? Grüß halt, du Piss. Gurke. Die nächste Frage. Was macht ihr in eurer Freizeit? Am meisten. Fuck mich, Alter. Wir rauchen halt öfters mit unseren Freunden Shisha. Einer von den guten Freunden ist gerade Baron. Das ist Harun. Harun ist 18 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Deutschland. Folgt mir auf Instagram. Ja, jetzt geh wieder, du hast reingezogen. Nächste Frage. Was findet ihr an guten Kumpels am wichtigsten? Sagen Vertrauen. Man muss nicht anscheißen. Nicht abgurken. Auf jeden Fall nicht abgurken. 305 Jungs. 5 von 1000 Jungs, Leute. 5 Leute reichen. Einer von den guten von uns ist gerade zufällig hier. Gerade der. Der ist gerade. Leute, das ist Harun. Harun ist einer unserer besten Kumpel. Guck mal, was findest du in einer Freundschaft wichtig? Auf jeden Fall, du wirst immer Geld dabei haben. Immer. Okay, das ist das Wichtigste. Ohne Geld geht nichts. Was soll ich denn? Du hast gerade in den Teufel reingelassen oder was? Origella, Leute, Origella. Was habt ihr schon als Zwilling durchgezogen? Das ist zu viel. Ich würde sagen, wir machen ein extra Video. Wenn ihr ein extra Video wollt, dann lasst es uns unten wissen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Aber macht kein Auge. Abonnieren. Abonniert unseren Kanal. Subtrahieren. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es unter den Kommentaren. Teilen, abonnieren, liken, Daumen hoch, alles Mögliche. Aber macht nicht Auge. Boom. Macht kein Auge mehr. Ihr Gurken.